Wie viele andere auch habe ich gestern live im Stream das Summer Game Fest verfolgt. Und ich muss sagen, ich fand's okay. Ich fand's ehrlich gesagt ziemlich cool. Teilweise waren da wirklich Spiele dabei, die ich nicht erwartet hätte. Teilweise waren Segmente dabei, die mich doch echt sehr positiv überrascht haben. Klar, es ist immer noch ein Jeff Keighley Event. Das heißt, wir werden vollgeballert werden mit irgendwelchen Werbungen. Natürlich musste es ein langes Segment zu Valorant geben, was, glaube ich, kaum die Leute anspricht, die sich so eine Show geben und mehr ausgerichtet war auf Leute, die sowieso schon Valorant spielen. Und warum sollten sie einen Summer Game Fest gucken? Die spielen doch wahrscheinlich währenddessen sowieso Valorant. Also das auf jeden Fall, ne, das kann ich mal so festhalten. Ich gehe auch nachher noch auf die ganzen Titel separat ein, zumindest solche, über die ich mal kurz ein bisschen sprechen möchte. Zuerst wollte ich aber mal so ein allgemeines Ding ansprechen, weil ich muss schon sagen, dass nachdem ich gestern das Ganze geschaut habe, habe ich mir noch so ein bisschen die Resonanz angesehen bezüglich des Summer Game Fest oder eben auch Day of the Devs beziehungsweise Devolver Direct. Auch sehr schade zu sehen, dass sehr viele Streamer oder auch Journalisten scheinbar vollkommen egal war, was bei Day of the Devs gezeigt wurde. Das war dann so, hey, wir haben hier Summer Game Fest, das ist die Show, wo große Dinge irgendwie angekündigt werden sollen. Und dann, ja, das danach, das ist eh dieses Indie-Event. Und dann so, ja, Devolver, die machen vielleicht noch verrückte Sachen, da können wir mal irgendwie zu einschalten. Aber, was sollen wir da irgendwie schon. Und das hat mir auch so gezeigt, dass wir zwar immer davon reden, so, oh, die ganze große, schlimme AAA-Industrie, oh, mit ihren ganzen bösen Praktiken und Spielentwicklung ist mittlerweile viel zu lang und teuer geworden. Es braucht irgendwie 6-7 Jahre, bevor ein großer AAA-Titel rauskommt. Das ist doch super blöd, bla bla bla. Zum Glück gibt es ja die ganzen Indies. Und dann sehe ich gefühlt, wie Leute einfach Mask Off gehen in solchen Momenten und dann wirklich zeigen, wie sie zu Indies stehen oder wie sie zu AAA-Titeln stehen und dass es bei so einem Event scheinbar nur darauf ankommt, hey, was wird an großem neuen Kram angekündigt? Dass irgendwie Leute mehr daran interessiert sind, diese alten E3-Gefühle wieder aufleben zu lassen von irgendwelchen, oh ja, hier kriegen wir jetzt die Ankündigung von Final Fantasy VII Remake, von Shenmue 3 und von The Last Guardian in einer Sony-PK hintereinander. Und I get it, so, das sind coole Momente gewesen, aber das waren auch mehr die Momente und das waren weniger die Spiele selber, hatte ich immer das Gefühl. Und dann hier zu sehen, wie teilweise reagiert wird auf, ehrlich gesagt, ziemlich coolen, innovativen Kram, aber einfach nur, weil es nicht die bekannte Marke ist, die man kennt, weil es nicht einfach eine Serie ist, die man sowieso schon mag, weil es nicht irgendwie die Grafikpracht mit sich bringt, dann ist es auf einmal völlig egal. Also ich hatte so ein bisschen Fremdschämen, als ich mir im Nachhinein nochmal so ein paar Streams angesehen habe, so vor allem auch den GameStar-Stream und wieder auf irgendwelche coole Indie-Sachen reagiert wurde und, oh nee, das einzig Interessante ist, guck dir mal die Grafik von dem Titel an, guck dir mal das an, so, keine Ahnung, nicht mal zu wissen, scheinbar, was I Think You Should Leave ist und das dann mit The Office zu vergleichen, bisschen peinloh, keine Ahnung, das hat Tim Robinson nicht verdient. Aber ich finde es einfach so persönlich so ein bisschen erschreckend, dass wir, wenn man darüber redet, ja, oh, die ganzen Indie-Titel und das ist cool und hier die Innovation und ja, AAA ist mega langweilig geworden. Und wenn es dann zu solchen Events kommt, dann scheint das doch wieder irgendwie das Einzige zu sein, was zählt. So, oh, hier ist ein Civilization 7 Ankündigungstrailer, kein Gameplay dazu gesehen, aber das soll dann irgendwie das größte Ding des Events gewesen sein. Ein Sequel zu einer langjährigen Reihe, von der man ja sowieso weiß, dass es irgendwann kommen wird. Das ist das große Ding. Und alles andere, was gezeigt wurde, ist dann irgendwie vollkommen egal. Keine Ahnung. Ich fand es ein bisschen schade. Also ja, bei Summer Game Fest kann ich zumindest noch verstehen, weil es so durchweg sehr langweilige Sachen gab oder eben auch Dinge, die offensichtlich wirklich nur eingekaufte Werbung waren. Immerhin war dieser Kram mehr am Ende. Also ich muss zumindest, ich bin wirklich kein Freund von Jeff Keighley. So von mir aus kann der Mann aus der Industrie verschwinden. Aber ich muss ihm zumindest zugutehalten, hey, er hat für einen Satz erwähnt, ganz kurz am Anfang. Ja, es gab auch viele Entlassungen. Ist es mehr, als er jemals irgendwie gemacht hat? So, das ganze Event war auch deutlich diverser aufgebaut, als es früher der Fall war. Das ist eine Sache, die hat man ihm immer zurecht vorgehalten. Das hatte sich jetzt geändert. Er hatte generell eine deutlich positivere Attitüde. Vielleicht, keine Ahnung, hat er endlich mal Antidepressiva genommen oder war auf Koks, ich weiß es nicht. Es war ein bisschen zu viel. Hat endlich mal versucht, ein richtiger Mensch zu sein und nicht irgendwie wie so ein Roboter rüberzukommen. Muss man noch ein bisschen
dran üben. Aber es war zumindest der Versuch da und auch diese ganzen großen Werbeeinkäufe, ne, so ein Valorant, was ich vorhin meinte, oder auch am Ende diese grauenhafte Mobilwerbung, wo man auch wieder merkt, dass diese Leute unendliche Taschen an Geldern haben, dass du da irgendwie einen Chris Hemsworth, einen Ken Jeong und noch einen Will Arnett irgendwie zusammenbekommst für das Peinlichste, was alle jemals gemacht haben in dieser Kombination. Das war wenigstens ans Ende gepackt. Ne? Und die wirklich coolen, aufregenden, neueren Sachen, zumindest eben auch für mich, die waren weiter vorne. Das Beste war, wie das auch die letzten Jahre immer war, fand ich eindeutig Day of the Devs, weil da wirklich auch die Entwickler selber im Fokus waren. Da war nichts Großes, Eingekauftes, sondern da waren die ganzen kleinen, coolen Projekte. Aber okay, das mal so vorne rein gesagt, dann kann ich jetzt einfach mal so ein bisschen durchgehen, über ein paar Sachen reden. Es ist viel zu viel, das heißt, ich werde jetzt nicht alles beachten. Und falls ihr das sehen wollt, ich habe auch auf dem Stream Archive-Kanal die Live-Reactions von gestern hochgeladen. Da ist dann alles drin, falls ihr das sehen möchtet. Aber jetzt einfach nur mal in so einem kleinen Schnelldurchlauf über die Sachen, die ich persönlich zumindest ziemlich interessant oder einfach nur cool fand. Und das begann direkt mit dem Lego Horizon Adventures. Ich weiß, ja, Lego-Spiel, ich weiß, ja, es ist nicht von Traveler's Tales, aber ich muss sagen, dass ich deren letzten Titel zwar, ich kann ihn hoch anrechnen, dass sie versucht haben, da so ein größeres Ding draus zu machen, aber ich fand es ehrlich gesagt wesentlich, also ich fand es zu überladen. Es hat zu viel gemacht, zu viele Dinge durcheinander und im Vergleich dazu ein sehr reduziertes, einfaches Lego Horizon Adventure zu sehen, was auch in der Animation mehr an den Film angelehnt zu sein scheint, also wie da sich die Charaktere bewegen, dass es so ein leichtes Stop-Motion-Element mit sich bringt. Das war ganz cool. Müssen wir mal sehen. Ich habe keine Ahnung, warum Sony unbedingt denkt, dass Horizon diese Marke ist, bei der man jetzt so ein Multimedia-Franchise aufziehen muss. Das habe ich jetzt persönlich nicht verstanden, weil so Aloy als Hauptcharakter ist okay, aber jetzt nichts, wo ich sage, oh, da muss es die komplette Toy-Linie von geben und alle möglichen anderen Spin-Off-Spiele. Aber ich möchte es zumindest mal ausprobieren, weil der ganze Stil davon mich definitiv anspricht. Warhammer 40k Space Marine haben wir nur kurz ein bisschen was gesehen. Ich freue mich mega auf das ganze Ding. Ich hoffe, dass es den maximalen Gore-Faktor bringt. Was anderes, ehrlich gesagt, interessiert mich auch bei diesem Spiel nicht. Ich möchte einfach in einer großen blauen Rüstung durch irgendwelche Fleischberge durchmarschieren, Köpfe abreißen, irgendwelche Gedärme platzen sehen. Das ist für mich ein reines visuelles Fest. Also das ist wirklich der eine Titel, wo mich die Grafik interessiert. Einfach nur aus dem Grund, weil ich maximale Blutspritzer, Gedärme überall haben möchte. Und es sieht zumindest aus, als ob es in diesem Punkt auch delivern würde. Metaphor ReFantasio gab es später auch noch ein separates Event, wo Atlas dann tatsächlich richtiges Gameplay gezeigt haben. Das war mir dann ehrlich gesagt dann auch zu spät. Das habe ich jetzt noch nicht angesehen. Aber ich fand es dennoch ganz cool, dass es auch hier nochmal gezeigt wurde. Ich hatte ehrlich damit gerechnet, dass es auf das Xbox-Event ausgelagert werden würde, weil es ja mehr mit ihnen so das Branding hat. Also auch als der Trailer hier gezeigt wurde, kam mir am Anfang nochmal das Xbox-Logo. Das zumindest noch. Aber hier zu hören, wir haben wirklich ein Klassensystem mit 40 verschiedenen Klassen, die sich dann auch noch im Verlauf des Spiels weiterentwickeln können. Alleine das ist super cool. Das Ding hat die beste UI, die ich jemals gesehen habe. Das lässt selbst ein Persona 5 irgendwie kalt aussehen. Also falls Leute mir auch so die letzten Tage in den Streams mal zugesehen haben, gerade auch bei diesen ganzen Indie-Showcases, wie oft ich mich über beschissene UIs aufrege, über UIs, die viel zu klein sind, die viel zu schlecht oder auch langweilig gemacht sind, das ist für mich dann genau, also der ganze Rest davon, ne, okay, Klassen und ja, die Fantasy-Welt sieht auch cool aus und Anime-Zwischensequenzen und ja, der Stil ist wieder da und die Musik ist wahrscheinlich sowieso wieder 10 von 10, aber das ist ein Ding, das kann ich auch alleine nur für die Menüs spielen, alleine nur für das UI-Design. Und jetzt kam wirklich die für mich größte Überraschung des ganzen Events, ne? Man wusste ja im Voraus schon, okay, Blumhouse, die wollen auch in den Spielebereich reingehen, ne? Wahrscheinlich, vielleicht haben sie sich das bei Annapurna irgendwie abgeguckt, die ja auch, ich glaube, die Abspaltung war das nicht von irgendwie A24 oder so, keine Ahnung, whatever. Aber hey, wir kommen eben auch aus dem Filmbereich und da machen wir so einen Shotgun-Approach. Wir finanzieren sehr viele kleine Projekte und solange ein paar davon genügend Geld wieder einspielen, können wir das so weiterlaufen lassen. Und ja, da ist auch sehr viel Dreck dabei, gerade im Horrorbereich, sehr viele Dinge, die immer gleich ablaufen. Aber zwischendurch kriegt man eben auch mal sowas Geiles wie einen Get Out oder ich finde das immer noch so seltsam, dass über die Whiplash gelaufen ist, was halt absolut gar kein Horror. Ich meine, auf einer gewissen Ebene kann man das irgendwie als eine Horrorstory
bezeichnen. Aber trotzdem immer noch seltsam, dass es über die lief. Jedenfalls habe ich dann auch im Horrorbereich damit gerechnet. Als es angekündigt wurde, ich dachte so, ja, wir kriegen jetzt irgendwie auch nur so IP-Dreck. Ne? Wir bekommen von diesen ganzen Blumhouse-Filmen, da bekommen wir billige IP-Sachen. Ne? Die haben ja auch den Five Nights at Freddy's-Film gemacht. So, vielleicht läuft darüber nochmal ein Spiel über die. Oder am Anfang wird es ja auch angekündigt mit oh, From the Makers of Mithrigan, wo ich mir gedacht habe, das ist der Film, mit dem ihr starten wollt. Das ist so das Ding, was ihr nach vorne außen präsentieren möchtet, dass das von euch ist. Fucking Mithrigan. Okay, whatever. Ne? Aber ich habe gedacht, sowas kommt dann. Und war vollkommen überrascht, als dann diese 6 verschiedenen Titel gezeigt wurden, die alle cool aussehen. Also ich meine, bei Project C haben wir noch nichts gesehen. Ja, es ist ein weiteres Sam Barlow-Projekt, wo ich so die letzten Sachen... So Immortality fand ich extremst langweilig, aber er arbeitet jetzt auch mit dem Sohn von David Cronenberg zusammen, wo ich mir denke, oh, okay, cool, das könnte eine geile Kombination sein, endlich mal was Neues machen darunter, auch mit dem Blumhouse-Geld. Aber die restlichen Sachen, bei Chrysal habe ich auch zuerst gedacht, dem ersten, was gezeigt wurde, oh ja, das wird dann so ein Weglauf-Hide-and-Seek-Spiel und auf einmal sehe ich, wie der Protagonist oder die Protagonistin, keine Ahnung, was es dann sein wird, eine Waffe bekommt und du kannst dann Survival-Horror-Style auch auf die Gegner schießen, da ist tatsächlicher Kampf drin. Bei Grave Seasons hattest du auf einmal so ein Harvest Moon-like mit Horrorelementen, was auch teilweise dann aussah wie Yomavari, was eine hervorragende dreiteilige Reihe ist, wo ich den dritten Teil immer noch spielen muss. Ich habe mir zumindest die physische da gesichert, bevor das Ganze wieder im Preis explodiert. Selbst Sleep Awake, was so am meisten oder so am ähnlichsten aussah zu einem Titel, der dieses Hide-and-Seek-Gameplay innehat, war audiovisuell, also war zumindest dann auch von den gezeigten Szenen super interessant und gerade mit dieser Thematik so Sleep Awake, da hast du einen Charakter, der nicht einschlafen soll und da kannst du dann sehr viel mit so Halluzinationen arbeiten. Hervorragend viel das Spotlight, dass sie dann auch tatsächlich ein Spiel hier promoten. Das ist ja auch später nochmal bei Day of the Devs gezeigt worden, ein bisschen ausführlicher, was wirklich hart mit dieser Low-Poly PlayStation 1 Ästhetik arbeitet. Also auch sowas von irgendwie einem Blumhouse jetzt zu sehen, hätte ich einfach niemals gedacht. Auch das Simulation, das sah absolut wild aus, wo du dann scheinbar irgendeinen Spieleprogrammierer in diese Adventure-Story reinlässt und auf sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen mit der Umgebung interagieren kann. Also das wäre dann wirklich so, oh, die Screens vor dir hast, auf denen du hin und her fegst, aber auch teilweise fast, als würde in der Welt so ein Debug-Modus existieren und da kannst du dir das alles mit angucken. Also super geil, das war wirklich, ich habe absoluten Horror-Scheißdreck erwartet und habe 5 geile Projekte gesehen und zumindest auch ein 6. wo ich großes Interesse dran habe. Also das waren für mich einfach jetzt wie aus dem Nichts. Ich meine, klar, ich wusste irgendwie, dass Sam Barlow an einem neuen Titel arbeitet und ich glaube, er hatte auch schon dieses Project C als Namen irgendwie genannt. Aber ansonsten waren es halt 5 Spiele, die von jetzt auf gleich für mich gekommen sind als Horrorfan. Mega, mega hervorragend und auch scheinbar so das Konzept, ja, wir finanzieren hier einfach relativ günstig ein paar Creatives und lassen die machen, was sie wollen. Und scheinbar, wer immer da auch die Auswahl trifft, wer immer auch dafür zuständig ist, bei denen diese Selektion zu betreiben. Hut ab! Also, hervorragendes Ding. Fand ich mega geil. Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich dann denke, wie kann man da vorsitzen und einfach nur was ist das? Ist langweilig. Keine Innovation. Also, keine Ahnung, wie du irgendwie The Fucking Simulation sehen kannst und dann denkst, ja, also Innovation von irgendwelchen Indie-Entwicklern sehe ich ja auch nicht mehr. Also, wo ich mir auch dann denke, fuck off einfach. Mighty Morphin Power Rangers, danach von Digital Eclipse. Ich dachte zuerst, als sie gezeigt wurden als Entwickler und dann auf einmal die, Power Rangers Musik lief, dachte ich zuerst, oh, kriegen wir jetzt eine Collection von den alten Power Rangers Spielen? Wo ich so, die sind jetzt nie so geil in der Konvertierung, aber ich habe halt auch einen riesen Softspot für eines der Super Nintendo Beat'em'up Power Rangers Spiele und ich dachte, okay, cool, dann kriegen wir vielleicht eine Collection mit ein paar Sachen, aber nein, es ist tatsächlich ein richtiges eigenes Spiel, wo du mit bis zu 5 Spielern gleichzeitig agieren kannst. Ein bisschen schade, dass es dann, ich hoffe, das geht noch irgendwie auf 6 hoch, dass du dann tatsächlich alle Charaktere gleichzeitig spielen kannst. Aber visuell sah das hervorragend aus. Spielerisch muss ich natürlich noch gucken. Ist immer so eine Sache mit den modernen Beat'em'ups. Die wenigsten sind auf einem Qualitätslevel von einem Streets of Rage. Aber selbst wenn es einfach nur auf dem TMNT Shredder's Revenge Level ist, ja, das war für mich jetzt nichts Besonderes. Das war halt so eine okaye 6 von 10. Aber es war immer noch eine okaye 6 von 10 mit guter Nostalgie drin. Und Power Rangers fällt natürlich für mich als so ein Kind der 90er genau in die gleiche Kerbe wie auch in TMNT
Community, also von daher ansehen werde ich es mir auf jeden Fall. Kingdom Come Deliverance 2, muss ich sagen, ich fand diesen Trailer mega weird. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, aber ich habe immer gehört, oh, das ist dieses Spiel, was so mega akkurat die ganze Historie betrachtet und das ist das super Wichtigste und wir dürfen hier nichts sehen, so wenn da bloß nicht irgendwo eine nicht vollkommen durchsichtige weiße Person zu sehen ist, das zerstört meine komplette Immersion. Und dann einfach Marvel-Writing da drin zu sehen, da dachte ich so, das bricht nicht eure historische Immersion, wenn die Leute miteinander kommunizieren, als wäre es irgendwie aus einem modernen Marvel-Film. Also ich hab davor gesessen, ich dachte so, das ist euer super wichtiges historisches Spiel. War das im ersten Teil auch so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den nicht gespielt. Ich finde diese solche Medieval-Sachen einfach langweilig. So, mich interessiert das nicht. Vollkommen fein, wenn ihr das wollt, wenn ihr an dem Ding Spaß habt. Gab es ja genügend Leute, die das irgendwie cool fanden. Scheint ja auch die technischen Probleme hinten raus irgendwie ein bisschen dann beseitigt zu haben. Ne, vollkommen fein, mich interessiert es einfach nur nicht. Ich war nur sehr überrascht, als ich den Ton im Trailer gesehen habe und dann so, oh, jetzt marvelfizieren wir auch noch so Mittelalter, extrem akkurate historische Sachen. Whatever, keine Ahnung. Ich fand's halt ziemlich lame, aber für die Leute, die sich darauf freuen, ich hoffe, es wird cool für euch. Eines meiner Highlights, natürlich habe ich sehr drauf gewartet, von Bokeh Game Studios, vom Director Keiichiro Toyama. Das ist der Director von Silent Hill 1, das ist der Director von den ganzen Siren-Titeln und auch von den beiden Gravity Rush-Titeln. Die haben sich ja in dem ganzen Zuge von Sony schließt Studio Japan, haben die sich dann eben abgespaltet, ein neues Studio gegründet und machen da jetzt ihren ersten Titel Slitherhead. Und ja, ich kann verstehen, auch ich war so ein bisschen, ne, gerade nachdem diese ersten CGI-Trailer so super polished drüber kamen, dachte ich auch, oh, da kommt jetzt das große AAA-Ding von denen, aber es scheint mehr in so einem AA-Sektor zu sein. Und ja, die Animationen sehen definitiv janky aus, auf jeden Fall. Ne, das war auch so ein Punkt, wo ich im ersten Moment gedacht habe, so, okay, alles klar. Aber das ganze Gameplay da drin, ne, also die Kämpfe von mir aus, okay, eine Third-Person-Action-Lock-on-Kampfsystem, aber dass dann die ganzen Körperteile sich verändern können, dass von dem einen Charakter der Arm abgetrennt und dann greift irgendwie das Blut noch so den Arm wieder zurück. Du kannst auch dann aus dem Blut deine ganzen Waffen erstellen. Also das hat so ein bisschen Power-Style aus Chainsaw Man. Und dann, dass du zwischen diesen ganzen Charakteren wechseln kannst, dass du dich als so eine Art Entität hin und her werfen kannst, was eine Weiterentwicklung oder so zumindest ein bisschen eine Inspiration in eine ähnliche Richtung von einem Siren geht, wo du ja auch in die Köpfe der anderen Gegner rein, du kannst sie nicht steuern, du kannst dann eben nur sehen, wo sie hingucken und musst darüber dann ihre ganzen Routen lernen und was sie machen. Aber du siehst ja auch jedes Mal diese, wo die Gegner sind. Falls ihr mehr über Siren wissen wollt, ich habe damals eine komplette Retrospektive zur Reihe auf dem Hauptkanal gemacht, das kann ich immer noch sehr empfehlen. Aber ja, da wieder diese Anspielungen, Anleihen zu sehen und dann auch, dass du dich frei von Charakter zu Charakter werfen kannst. Einer von denen sieht so ein bisschen aus wie eine asiatische Version von Sebastian Castellanos aus The Evil Within. Da hat man mich natürlich sofort bekommen. Also ja, habe ich extremst Bock drauf. Finde ich einfach nur super gut. Ja, ich kann verstehen, aber da kommt das, was ich am Anfang wieder meinte. So, ist es uns wichtiger, coole Konzepte zu sehen oder ist es uns wichtiger, einfach nur fucking Grafikpracht zu sehen? So, ist das irgendwie, dass dann Leute sich mehr auf eine fucking Ubisoft Forward nächste Woche irgendwie freuen, wo du den gleichen Slop präsentiert bekommst, aber Hauptsache, es sieht grafisch irgendwie besser aus oder tatsächlich coole neue Konzepte und dann ist es halt mit ein bisschen Jank dabei. Keine Ahnung, der Jank ist irgendwie vollkommen in Ordnung, sobald es irgendein Mittelalter-RPG ist, aber wenn es dann so ein Horror-japanischer Titel ist, nein, dann muss es irgendwie AAA sein oder ich guck da gar nicht erst drauf. Killer Bean, man hat das Meme zum Spiel gemacht. Ich war sehr, so am Ende davon, war ich so, wieder Roguelike. Das war ja auch in den letzten Streams auch so die ganze Woche so ein kleiner Running Gag bei mir, dass einfach ein Spiel wurde angekündigt. Ich guck da drauf, es sieht mega interessant, mega cool aus. Und einfach schon das Erste, was ich dann sage, und dann so, somehow this is also a Roguelike. Da war das auch als Gag gemeint, weil es so, hey, scheint so ein bisschen, jetzt nicht Open World, aber dass du sehr frei agierend in der Welt mit die ganzen Fähigkeiten einsetzen kannst. Und auf einmal kam am Ende raus, nee, es ist doch ein Roguelike. Und ich finde es immer noch sehr interessant, das Spiel, weil es in diesen ganzen Fähigkeiten so offen ist. Ich habe immer noch keine Ahnung, was davon nur für den Trailer war, was davon einfach nur so ein bisschen Mimi war, weil ein richtiges Gefühl, was du tatsächlich einsetzen kannst und was jetzt vielleicht nur, na, als der zwischendurch irgendwie anfängt zu tanzen, um Schüssen auszuweichen, okay, whatever. Aber aus einem Fenster in Zeitlupe rauszuspringen, damit du dann in das andere Fenster reinschießen und jemanden töten
halten kannst. Das ist halt so der, das ist dieser Stranglehold Max Payne Shit, den ich gerne haben möchte und wo ich dann vielleicht einfach frei drauf losgelassen werde und das Spiel einfach sagt, hey, wir haben hier diese ganzen wilden Fähigkeiten, hier wir haben diese ganzen Manöver und auch wenn es super janky ist und auch wenn es Probleme machen wird, wir lassen einfach mal die ganzen Systeme frei miteinander interagieren und du kannst hier irgendwie ein bisschen Blödsinn machen. Das ist ganz cool, bei solchen Spielen natürlich immer das Level- und Encounter-Design ist meistens das Problem, dass du dann diese ganzen Fähigkeiten hast, dass du halt coole Dinge machen kannst, aber die Entwickler nicht wirklich in der Lage sind, Level zu kreieren oder Gegner zu kreieren, die damit auch, also da auch wirklich das volle Potenzial irgendwie rausreißen. Aber hey, ich fand es auf jeden Fall interessant genug, dass ich es mir mal angucken möchte. Karen, ich habe am Anfang gedacht, als sie es angekündigt haben, aber es kann auch an dem französischen Akzent liegen, Karen, so die Hauptcharakterin, du musst nach oben klettern, um mit dem Manager reden zu können, ich weiß es auch nicht, aber ja, es ist ein weiteres Kletterspiel, scheint irgendwie so ein französisches Ding zu sein, so wir hatten ja auch von Dontnod letztes Jahr das Jason, was ja auch so ein Kletterding war, aber ein bisschen reduzierter und Karen scheint mehr in diese Hardcore-Richtung zu gehen und als jemand, der letztes Jahr das Bouldern für sich entdeckt hat, denke ich mir so, oh okay, richtige Zeit, genau gut gekommen und als ich dann auch gesehen habe, hey, du kannst wirklich überall deine Füße und Hände hinpacken, du musst sehr genau jeden einzelnen Schritt überlegen, dann eben auch mal das Stamina-Leiste, als sie gezeigt haben, oh, hier sind die ganzen verschiedenen Wege, die du gehen kannst, einfach nur an so einer ganz normalen Wand. Da sind bei mir dann so diese Interessensglocken angegangen. Ist natürlich eine Sache, die man auch noch sehen und abwarten muss, wie es sich dann tatsächlich spielt. Als es in einem Moment so eine kleine QTE-Timing-Sequenz gab, habe ich so ein bisschen mit den Augen gerollt, aber auch das müssen wir mal abwarten. Also das kann ziemlich geil sein, es kann auch ein bisschen überladen oder die einzelnen Mechaniken, Facetten vom Klettern so interpretiert sein, dass es mir persönlich keinen Spaß mehr macht. Müssen wir einfach mal abwarten, aber es ist auf jeden Fall ein Titel, wo ich gedacht habe, oh, ja, da ist Interesse, da ist was Interessantes zu sehen. Okay, mit Wonderstop habe ich wirklich gar nicht gerechnet, ne? Ich wusste ja, okay, hier, wir haben auch von den Leuten, die eben an Stanley Parable und The Beginner's Guide gearbeitet haben, alles klar, da kommt jetzt ein neues Spiel und auf einmal ist es so eines dieser Titel, bei denen du einen eigenen Shop betreibst und in dem Fall ist es so ein Tee-Shop. Ich meine, es ist visuell sehr interessant, weil du allein schon die Tatsache, dass du so diesen riesigen Teepot da drin hast, wo du so 2-3 Stockwerke hochgehen musst, um irgendwelche Sachen reinzuwerfen und dann kommt ganz am Ende aber nur trotzdem in so eine normale Teetasse diese eine Portion raus. Das ist schon eine Art und Weise, die ich halt sehr cool und verspielt finde. Aber dann hat der Trailer natürlich am Ende, weil das ist so, okay, von Stanley Parable und Beginner's Guide, da wird doch jetzt nicht so ein ganz normales Spiel kommen und der Trailer am Ende hat eben schon angedeutet, oh, da befindet sich noch irgendwas auf einer unteren Ebene. Da ist noch, sei es entweder, wenn das Spiel nur die Vergangenheit der Protagonistin behandelt, die da versucht eben auch mit ihrer Vergangenheit oder alten Gefühlen oder auch irgendeiner, weiß ich nicht, internen Rage irgendwie umzugehen. Ich bin da mal sehr gespannt, weil es würde mich wundern, wenn das, was wir gesehen haben, tatsächlich zu 100% das ganze Gameplay ist und ich weiß, dass gerade solche Leute nicht direkt all ihre Karten offen auf den Tisch legen wollen. Also ja, Wonderstop auch, finde ich, ein absolutes Highlight dieser Präsentation. Und dann auch eine Sache, die ich mega cool fand und wo ich gedacht habe, ja, das ist es, mehr davon. Leute haben Erfolg, Leute kriegen Geld und anstatt einfach zu sagen, oh, wir haben jetzt mehr Geld, das heißt, wir müssen das in unsere eigenen Produktion stecken und die immer größer und immer länger zu machen, dass wir dann demnächst, oh, wir haben als Indie-Studio angefangen und 1-2 Generationen später sind wir auch dabei, unsere fetten AAA-Titel zu machen, die 7 Jahre lang in Entwicklung sind. Nein, warum nehmen wir einfach nicht einen Teil dieses Geldes, einen Teil dieses Erfolges und stecken es in die Industrie und geben anderen Leuten die Möglichkeit, ihre Indie-Produktion zu verwirklichen? Und da muss ich wirklich sagen, ich habe null Interesse an Among Us. Ich wollte jetzt auch schon direkt Amogus sagen. Ich habe da null Interesse dran. Das ist ein Spiel, das ist mir abseits der Memes vollkommen egal. Aber zu sehen, wie die Entwickler auf die Bühne kommen und halt wirklich so sagen, hey, wir haben hier dieses Outer Sloth gegründet und das ist unser Indie-Label und da geben wir Geld, was wir eben auch mit Among Us verdient haben, was ja insane ist. Ne? Also jetzt gerade auch mit diesen ganzen noch zusätzlichen Merchandise-Deals, die haben ja auch diese Serie angekündigt im Nachhinein, wo auch irgendwie Leute wie Patton Oswalt dabei sind, wo ich mir auch gedacht habe, crazy, wie man solche Leute irgendwie dafür bekommt. Aber das Geld zu nehmen und dann zu sagen, hey, wir geben kleineren Leuten, kleineren Studios die Möglichkeit, hier sich selbst zu verwirklichen. So, oh mein Gott, stell dir vor, Notch hätte das mit seinen kompletten 2 Milliarden, die er für Minecraft
bekommen hat, hätte machen können. Nein, stattdessen hat er sich einfach das teuerste Haus in L.A. gekauft und ist ein QAnon-Supporter geworden. Oh, crazy, du kannst einfach dein Geld nutzen, Indie-Studios zu unterstützen. Weißt du, das ist so dieses Yu-Gi-Oh!-Meme mit den zwei Richtungen. Das ist so, okay, andere Studios unterstützen oder rechtsradikal werden. So. Also da doch lieber diesen Weg wählen. Und auch das ist eine Sache, die ich halt super cool und super positiv fand. Und dann, voll uninteressant, wo ist die fette Grafik, was ist das denn für ein Scheiß? Und zum Beispiel Mossfield Archives fand ich, hatte einen hervorragenden Look. Ein Spiel wie One-Button-Bosses, wo du halt die verschiedenen Bosskämpfe hast und alles wird nur durch eine einzige Taste bestimmt. Das sind so Sachen, wo ich direkt denke, oh mein Gott, hier ist mal wieder was mechanisch Interessantes, was versucht, innerhalb seiner Limitierung gewisse Dinge zu erschaffen. Und was mich dann auch erinnert an solche Titel, das erinnert mich sofort, ich krieg direkt so WarioWare-Vibes. Und das ist mehr von solchen Titeln, die ich sehen möchte, die ich normalerweise halt nicht bekommen kann. Project Dozer, auch nochmal ein Titel von jetzt denen, das direkt das neue Spiel angekündigt von den Leuten, die zuvor Thirsty Suitors gemacht haben, was ich immer noch ansehen muss. Ich habe das seit dem Launch letztes Jahr oder Anfang des Jahres auf der Festplatte, ist ja auch im Game Pass. Ich musste immer noch Zeit für haben, aber ich finde auch hier wieder zu sehen, dass sie sich ein verrücktes Konzept nehmen mit so einem Mac auf so einer einen kleinen Mini-Insel und dann musst du da auch für Leute kochen. Super cooles Ding, finde ich hervorragend und geil, dass da das ganze Among Us Geld für sowas eben auch verwendet wird. Ah, der 13-jährige Edgelord in mir wurde auch befriedigt, nämlich mit Sonic X Shadow Generations. Ja, ich bin einer von den Leuten, die sowas mögen. Sonic Generations, My Beloved, ist für mich der beste. Ich weiß, dass Leute Probleme mit dem Boost-Gameplay haben und dass es mehr zu einer Art Speedrun-Racing-Spiel wird und weniger diese freie Erkundung, die du in einem Sonic Adventure beispielsweise hast. Aber ich nehme sowas auch lieber, vor allem, weil es dann funktional ist und ich zwischendurch keine Zeit mit Big the Cat oder irgendwelchen Chaos Emerald suchen verbringen muss. Dann gib mir lieber so ein gutes, fokussiertes, ne, so eine Mischung aus 2- und 3D-Sonic. Und das ist jetzt eine Remastered-Version davon, die auch noch Shadow hinzufügt mit seinen eigenen Stages. Scheinbar mit der eigenen Musik. Ich hoffe, das, was im Trailer zu hören war, ist nicht aus dem Spiel. Weil wenn Sonic eine Sache kann, selbst wenn die Spiele scheiße sind, das, was immer hervorragend ist, ist die Musik. Außer bei dem BioWare Brotherhood Dark Chronic irgendwas auf dem DS. Das hatte grauenhafte Musik. Auch ein beschissenes Spiel, sind wir mal ganz ehrlich. Ich hoffe, das, was hier in Trailer-Musik zu hören war, ist nicht im Spiel drin. Weil also das war generell so ein Trend bei diesem ganzen Event. Es gab, glaube ich, so zwei Songs gestern Abend, die ich irgendwie okay und gut fand. Eines davon, da kommen wir nämlich auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber so oft war das, ich saß davon, ich dachte, was ist das? Also gerade, ich hatte so zwei, drei Tracks, die haben wir vergessen, dass wir 2024 und nicht irgendwie 2012 haben. Es war fucking Dubstep drin in den Trailern. Und ich meine, ich habe jetzt nicht die größte Ahnung von aktueller Popmusikkultur, aber das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, war Dubstep nicht wieder im Mainstream enthalten. Also keine Ahnung, was da die Idee war. Aber ja, einer der besten Songs und ich habe auch ein separates Video drüber gemacht, weil ich wollte einfach nur diesen gefühlten Sieg für Physical Bros feiern, denn ja, Alan Wake 2 und das fand ich geil, dass Sam Lake auf die Bühne gekommen ist und das erste, was er gemacht hat, war, hey, es gibt eine physische Version, die Ende des Jahres rauskommt, die dann auch den ganzen DLC und so enthalten wird, der jetzt angekündigt wurde und meine Fresse, sah das geil aus, dieser Nightsprings DLC, Baby! Oh, ich bin halt jetzt gerade damit beschäftigt, noch mehr die anderen Showcases anzusehen und an Videos zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich momentan überhaupt zu diesem Nightsprings DLC komme bis nächste Woche, aber das sah ja mal hervorragend aus. Auch der Song, der dabei gezeigt wurde, allein schon dieser Rose DLC, wo ihre Obsession mit Ellen auf die Spitze getrieben wird, wo sie dann mit der Shotgun bewaffnet, du kannst sie spielen und musst gegen die ganzen Gegner kämpfen und dann hast du diesen oben Banner und es ist so One Waitress plus One Writer equals Love Forever oder sowas. Das ist hervorragend. Auch, dass direkt der Trailer schon gezeigt hat, dass hier mit verschiedenen Stilen gearbeitet wird, dass wir eben auch unseren Quantum Break Insert Character jetzt als ich weiß nicht, wie hieß er, Tim Breaker oder so in dem Fall, dass er noch sein eigenes Chapter bekommt, dass wir auch dann diesen Übergang zu Jesse aus Control haben, die jetzt hier drin ist. Ich hatte gedacht, wir müssen da bis zu dem zweiten DLC warten, dass wir da nochmal diese Überlappung zwischen Alan Wake und Control eben haben, weil der ja scheinbar dann, glaube ich, in Control
2 so ein bisschen überleiten wird. Aber sie jetzt schon in diesem Night Springs Chapter zu haben und das auch wirklich zu nutzen, ne, eine Sache, die als eine Twilight Zone Referenz, eine coole Twilight Zone Referenz in das originale Alan Wake eingebaut wurde. Und jetzt macht man einen DLC Chapter draus, was nicht einfach nur versucht, so ein bisschen Spaß und Klamauk zu haben, sondern eben auch nutzt, dann die Charaktere ein bisschen weiter auszuarbeiten. Hervorragend. Habe ich mega Bock drauf. Super cool. Sam Lake immer noch so eine coole Sau. Also wirklich, wenn der auf der Bühne ist, der hat eine hervorragende Präsenz, Persönlichkeit. Ich finde das auch mega, dass er sich so selber ein bisschen aufs Korn nimmt und erstmal den Tanz ausübt und sagt, ja, jetzt jedes Mal, wenn ich jetzt auf ein Event komme, muss das irgendwie am Anfang gemacht werden. Anders ist es gar nicht mehr möglich. Super schön, auch hervorragend zu sehen, wie Leute Remedy allgemein eben auffassen. Ja, die Verkaufszahlen von Alan Wake 2 waren jetzt nicht die besten. Ich hoffe, das wird jetzt nochmal mit einer physischen Version ein bisschen besser mit dem ganzen DLC. Das Größte, was sie machen müssten, ist eben auf Steam zu veröffentlichen. Das Ding ist aber von Epic gepublished und deswegen ist es auch mit den Einnahmen relativ unwichtig für mich, weil es ist ein Epic-Projekt. Da hat Remedy nichts dran. Ne? Das ist dann egal, die haben noch ihre anderen Projekte und gleichzeitig am Laufen und sind ja auch noch immer weiterhin independent. Also ja, einfach nur cool zu sehen. Alan Wake 2 DLC, Night Springs, physische Version. Yes, baby, let's fucking go. Ich hatte das ja vorher schon mal erwähnt am Beispiel von Killer Bean, wo es dann wieder so, ah, dann Roguelike, ah, irgendwelche anderen Sachen. Und hier bei Dark and Darker war ich auch so, oh, ne, First Person sah zuerst aus, als wäre es ein VR-Game, dann ist es aber doch kein VR-Titel. Und ein Dungeon Crawler, der aber mehr in so eine, ich will jetzt nicht sagen Immersive Sim-Richtung geht, aber in so eine systemische Richtung, wo du sehr viel mit den verschiedenen Fähigkeiten und auch der Umgebung agieren kannst, dass es auch sehr physikalisch ist, wie du tatsächlich dein Schild oder dein Schwert einsetzt, dass du tatsächlich so eine Bardenfähigkeit hast, wo du so rhythmusspielmäßig, als wäre es das Hunting Horn aus Monster Hunter, da die Gruppe so ein bisschen unterstützen kannst. Und dann ganz am Ende zu sehen, Spiel ist jetzt gratis. Und das war dann so, weißt du, direkt das zu sehen, oh mein Gott, das sieht richtig cool aus. Das war auch später nochmal bei dem Day of the Devs Ding, wo so ein Titel gezeigt wurde, wo ich dachte, oh mein Gott, der Stil ist hervorragend. Das ganze Character Design ist geil. Das ist eines von diesen Cozy Games, was ich gerne spielen möchte. Und dann war es irgendwie so ein Mobile-Geschisse exklusiv auf Netflix. Und einer von den beiden Entwicklern hatte so einen absoluten Psychopathenblick, als hätte er mich gerade an den Stuhl gefesselt und würde mir erzählen, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Er hätte nur mein bestes Interesse irgendwie im Hinterkopf. Das finde ich dann schade, ne? Bei Dark and Darker zu sehen, oh, das ist ganz cool. Und dann Free-to-Play, weil ich weiß dann sofort, dass diese ganze Monetarisierungsscheiße im Hintergrund das ganze Design wieder zerbumsen würde. Dann habe ich keinen Bock drauf. Es gibt genügend andere Spiele, die ich spielen kann, aber ich wollte es einfach nur mal aus dem Grund kurz erwähnt haben. Kino Tsugami wurde auch nochmal gezeigt, haben jetzt nicht wirklich Neues gesehen. Ich wollte es einfach nur nochmal erwähnt haben, weil ich habe das Gefühl, das Spiel fällt immer so ein bisschen durch und es ist auch nicht dieser, oh, ne, genau das, was ich am Anfang meinte. Es ist nicht dieser fette Grafikbombast. Es hat einfach nur einen hervorragenden Stil, etwas mal was versucht, etwas Neues, innovativeres Konzept und wird dann leider gefühlt wieder komplett abgestraft, weil scheinbar das, was die Leute wollen, ist doch immer wieder das Gleiche, was sie vorher schon kennen, gesehen haben und einfach nur in dem größten Grafikbombast, der präsentiert wird. Deswegen, ne, keine Ahnung, wie gut es tatsächlich wird. Ich meine, Capcom sind in ihrer Capgod-Arc, also von daher mache ich mir weniger Sorgen und so ein Spiel versuche ich dann zumindest nochmal zu erwähnen und zu stannen in dem Fall. Und auch damit ich es kurz erwähnt habe, bevor Leute sagen, Björn, aber was war denn mit Phantom Blade Zero? Und dann so, ja, das war Phantom Blade Zero, das ist ein weiteres Souls-like, wo ich ehrlich gesagt nicht mehr es schaffe, großartig Interesse für aufzubauen. Wir hatten auch noch dieses aus der italienische Souls-like, wo ich mir auch gedacht habe, ja, das kann ganz kompetent sein. Ich meine, Lies of P fand ich auch super und war an sich ein Bloodborne-like. Ja, okay, es ist an sich immer noch ein Souls-like. Aber da gab es zumindest ein paar coolere Mechaniken. Da gab es zumindest auch im Art-Design und generell in der ganzen Präsentation von dem Spiel Sachen, die mich richtig gehookt haben. Aber wenn ich mir dann gerade so einen Phantom Blade Zero ansehe, was auch farblich vollkommen entsättigt ist, oh, wir müssen cool and gritty sein. Der Charakter klingt auch so, als wäre irgendwie, ne, die Version eines 13-Jährigen, was irgendwie cool ist. Und das sind einfach so Sachen, die weiß ich nicht. Also da muss schon das eigentliche Gameplay und das Gegnerdesign und das Boss-Design, das muss mich schon richtig begeistern. Also ich werde es mir auf jeden Fall, wenn ich die Zeit haben sollte, gerne ansehen. Ich möchte solchen Spielen immer eine Chance geben, aber ich habe einfach nicht die Möglichkeit, dafür noch irgendeine Form von Interesse aufzubringen, wenn wir mit diesen Souls-like-Titeln
sind. Denn das ist genau wie Roguelike und so einfach zugeballert werden ohne Ende. Aber ja, das war das Summer Game Fest. Ne? Erneut, ihr könnt gerne auf den Speckgroup Stream Archive Kanal gehen. Da habe ich nochmal auch über die Sachen, die ich jetzt nicht gesprochen habe, da nochmal in den Reactions gezeigt. Ich meine, teilweise war es auch einfach nur so, oh, ein weiteres Roguelike, oh, ein weiterer, hier ist wieder so ein Looter-Shooter. Das machen wir tatsächlich auch noch. Ja, wir versuchen jetzt, wo Destiny 2 irgendwie den Bach runtergeht, da die Fanbase aufzugreifen. Okay, ja, alles klar, cool. Ne? Also ich glaube, mehr werdet ihr dazu auch nicht sehen. Aber Day of the Devs, immer ein hervorragendes Ding. Immer wirklich cool zu sehen, wie auch diese ganzen Entwickler miteinander zusammenarbeiten. Ich finde es auch cool, dass ein Double Fine das weiterhin, selbst obwohl sie ja eigentlich Microsoft gehören, dass sie das selber independent weitermachen können. Deswegen richten sie sich ja am Ende auch nochmal an Leute, die die Möglichkeit haben, da Gelder zu spenden, weil es komplett unabhängig ist. Und das finde ich, das mag dann ein bisschen seltsam wirken, hey, seid ihr nicht eine Firma, die von Microsoft gekauft ist? Aber ich habe das 1000-mal lieber so, dass man sich dann zusammenschließt und dann sagt, hey, wir machen das selbstständig, wir machen das ohne unseren großen Mutterkonzern und dafür müssen wir dann eben auch um Gelder bieten, das weiterhin aufrechtzuerhalten und auch von Leuten, die daran beteiligt sind, von Entwicklern, die natürlich auch ihre Spiele darauf vorstellen. Ich habe da nur Positives gehört, das ist eine Sache, die auch in der Industrie deswegen sehr gefeiert wird. Das ist ja dann auch vor Ort alles spielbar gewesen für die Leute, die eben da sind momentan in L.A. oder wo das auch statt, irgendwo an der West Coast auf jeden Fall. Finde ich immer ein cooles Ding, deswegen wollte ich da einfach nur mal gerade über die Sachen sprechen. Und das erste war das neue Capybara-Spiel Battle Vision Network. Und das ist eine Sache, wo, ja, ich weiß, dass Leute drauf gucken und denken, oh, hier wieder so ein weiteres cutesy Spiel. Aber für mich war es natürlich, und das war dann auch cool zu sehen, dass sie das dann sofort bestätigt haben, für mich war es eben sofort diese Weiterentwicklung von ihrem Might and Magic Clash of Heroes Titel, den sie damals zuerst für den DS gemacht haben, hat dann noch eine erweiterte Version bekommen. Jetzt ergibt das für mich auch Sinn, warum das nochmal eine Enhanced Edition gekriegt hat, um es auf sämtliche anderen Konsolen zu portieren letztes Jahr, weil ihr neues Spiel darauf aufbaut und diesen reinen One-on-One-kompetitiven Aspekt ausbaut. Das ist zwar dann eine Sache, wo es mich persönlich verliert, weil ich lieber solche Titel dann auch im Singleplayer spiele. Ich weiß, dass das Clash of Heroes auch schon einen Multiplayer-Modus hatte, ne, auch einen Online-Multiplayer, den ich 2-3 Mal gespielt habe, um die Erfolge davon zu farmen. Das war's dann. Da bin ich persönlich nicht dran interessiert, aber ich finde es trotzdem cool zu sehen, dass dieses Konzept weiter ausgearbeitet wird. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn dann Entwickler direkt sagen, ne, ich kann es ja irgendwo nachvollziehen, dass du willst dein Spiel groß machen. Du willst, dass es eben auch dann eine gewisse Fanbase oder eine kompetitive Szene hat. Also versuchst du den Leuten sofort zu versichern, hey, wir haben hier auch so eine Season und Tournaments geplant und den ganzen Kram und wollen das begleiten. Aber wenn das Spiel dann nicht sofort einschlägt, wenn es nicht eben sofort diese Zielgruppe findet, die sich auf dem Level damit beschäftigen kann und eben auch so dahinterher ist, zerfällt dieses komplette Kartenhaus und du hast dann auch unnötige Ressourcen in Sachen reingesteckt, die am Ende nichts gebracht haben und du hättest es dann lieber woran das rein investieren können. Ich weiß, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, aber gerade bei Indie-Titeln oder gerade bei Studios, die jetzt keine bestehende kompetitive Fanbase haben, die darauf aufbauen kann, müssen wir mal sehen. Ich wünsche den Leuten auf jeden Fall nur alles Gute, weil die machen hervorragende Spiele. Ich kann immer nur noch, ne, also das weiterhin in irgendeiner Version das Clash of Heroes sehr empfehlen. Super Time Force ist hervorragend. Below ist auch ziemlich cool gewesen. Und vor allem Grindstone. Grindstone, Leute, ist einer der besten, so, ich meine, es ist als Apple Arcade Mobile Titel gestartet, ist natürlich mittlerweile auch für alle anderen Systeme rausbekommen, aber als jemand, der normalerweise irgendwelche Mobiltitel nicht so geil findet, Grindstone, hervorragendes arcadiges Spiel, also deswegen, alles was eigentlich normalerweise Capybara machen, sind hervorragende Spiele. Petal Runner wurde gezeigt, in dem es scheinbar darum geht, dass du einen Lieferservice mit Tieren hast, also dass du irgendwie Haustiere an andere Leute auslieferst und dann natürlich das Ganze so narrativ fokussiert, sehr viele WarioWare-artige Minispiele eingebaut hat, aber auch gerade dieser Stil, ne, der so ein bisschen Vibes von einem klassischen, ne, so in eine Richtung von vielleicht einem Pokémon oder so gehen soll, also sich eben auch an der Limitierung eines, was heißt Limitierung, aber zumindest an so der Ästhetik eines Game Boy Colors-Spiel orientiert, mit einer ganz eigenen Farbpalette, ne? Also diese ganzen rosa und lila und weiß und Tieltöne da reingebaut,
Oh, hervorragend. Also das ist ein Spiel alleine. Ich gucke das an und ich fühle, wie ich mich beruhige. Ich fühle, wie ich angenehmer auf alles um mich herum reagiere. Und deswegen freue ich mich auch sehr drauf, dann Paddle Runner irgendwann mal ausprobieren zu können. Karma als Horrorspiel auch sah mega cool aus. Klar, es scheint hier wieder mehr in so eine Art Horror-Walking-Simulator reinzugehen, was mehr so die Attitüde eines Geisterhauses hat. Hier passiert einfach ein paar coole Dinge, Türen gehen auf und zu, du wirst irgendwo lang gefahren. Aber wenn das der Fokus sein soll und wenn der Fokus eben auch gut umgesetzt ist und dann nicht zu häufig mit irgendwelchen, du musst vor Gegnern weglaufen, dich verstecken, Scheiße, anstrengend gemacht wird, weil das sind so Sachen, die finde ich dann gerade in solchen Titeln immer ein bisschen störend. Wenn es sich dann wirklich auf diese Spukhaus-Atmosphäre fokussiert und die Visuals, die hier zu sehen waren, also auch das Design, so hey, ja, yeah, I get it, ne, Twin Peaks-Referenz. Ich finde es immer noch cool, ich weiß, es ist sehr ausgelutscht und sehr einfach, irgendwie den Red Room zu zeigen, aber für mich ist es trotzdem immer noch so, hey, ne, Leo-Meme-Thing I remember. Also von daher, Karma wollte ich auch mal erwähnt haben, ist ein Titel, den ich mir auch definitiv ansehen werde, wenn es rauskommt. Und oh mein Gott, ich kann nicht glauben, es ist fast endlich hier, wir kriegen es im September, UFO 50. Alter, ihr wisst nicht, wie lange ich mich auf dieses Spiel gefreut habe. Ich glaube, es ist vor 10 Jahren schon angekündigt worden von Derek Yu, der ja mit dem anderen Entwickler, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, zusammengearbeitet hat. Derek Yu, ja, der Macher von Spelunky und Spelunky 2. Und UFO 50 ist so als ein kleines, spaßiges Projekt gestartet, wo, hey, wir machen hier so 50 verschiedene Spiele oder Minispiele, inspiriert von so Compilation-Titeln, ne? Oder auch so einer Sache wie Action 52. Und dann machen wir die ganzen Spiele rein. Und das Ganze ist über die Zeit immer weiter ausgearbeitet, bis sie da hingegangen sind und sich gesagt haben, okay, wir machen einfach fucking 50 Spiele. Wir machen jetzt keine Minigames, wir machen jetzt 50 Indie-Spiele und die packen wir hier zusammen rein. Und dann auch zu sehen, dass das Ganze noch so eine Throughline hat, dass sie wirklich, wenn du die Spiele, du hast sie von Anfang an alle freigeschaltet, du kannst rein und raus gehen, wie du das eben möchtest, aber dass, wenn du vorne anfängst und das durchgehst, dass du tatsächlich miterlebst, wie sich dann auch die Spiele entwickeln, wie sich so die Technik, die Hardware entwickelt, dass auch scheinbar dann bestimmte Charaktere wie so Maskottchen immer wieder vorkommen werden, dass es auch Sequels oder Spin-Offs zu alten Titeln gibt und fast schon so eine eigene Mythologie eines fiktiven Spieleentwicklers gezeigt wird. Und das sind wirklich so Dinger, da geht bei mir einfach das Herz auf und die Hose, da habe ich instant Bock drauf. Auch die ganzen Titel, die gezeigt wurden, die ganzen Farbpaletten, die sie benutzt haben, ne, wo sie auch gesagt haben, wir nehmen das als Limitation und versuchen darin zu arbeiten, aber bei dem Design lassen wir uns vollkommen frei, uns auch an moderneren Titeln zu orientieren. Man sieht zwar natürlich überall gewisse Inspirationen, so du hast einen Titel, der ganz offensichtlich eine Art Windjammers ist beispielsweise oder ein River City Ransom, und da die verschiedenen Genres zu sehen, die verschiedenen Stile, die verschiedenen visuellen Identitäten, dass man sich auch an dieser Farbpalette eben orientiert hat und auch zu wissen, dass gerade mit Derek Yu ein fantastischer Designer dahinter ist. Die andere Person auch, wie gesagt, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Wirklich ein Spiel, ich habe mich so unendlich darauf gefreut und das jetzt schon im September haben zu können. Also auch da erneut, wie man kaltherzig aus sowas rausgehen kann, weiß ich nicht. Mag man Videospiele wirklich, wenn man sowas sieht und sich dann denkt, langweilig, wo ist meine fette Grafik? Keine Ahnung. Also ich kann es zumindest von normalen Leuten oder so verstehen, aber gerade Personen, die in der Industrie arbeiten, was macht ihr dann einfach da? Warum, ich verstehe es nicht, warum euer Job sind Videospiele und euch damit zu beschäftigen und scheinbar mögt ihr keine Videospiele, sondern nur eine sehr begrenzte Art von Titeln oder von Sachen und alles andere ist dann irgendwie komisch und ach ja, die kleinen Indie-Dinger und sonst was. Ich weiß, das kommt immer wieder auf, aber ich bin wirklich perplexed bei solchen Reaktionen von Leuten, die da eigentlich viel tiefer drin sein sollten. Keine Ahnung, weil UFO 50, holy shit, das ist so einer der größten Releases für mich dieses Jahr und gerade auch Leute, die in der Indie-Szene so ein bisschen mehr darauf aufmerksam darauf geschaut haben, das ist für uns so genau dieser Titel und deswegen, ich will das auch nochmal sagen, weil vielleicht, wenn man da nicht mehr hinterher ist oder das Projekt verfolgt hat, wird man vielleicht denken, okay, keine Ahnung, ja, sind doch so ein paar Pixel-Art-Spiele, kennen wir doch, aber ich will es einfach nur nochmal wirklich die Wichtigkeit und die Bedeutsamkeit von diesem Titel und dass man da wirklich ein hervorragendes Paket erwarten kann und wie lange die Leute schon daran gearbeitet haben. Deswegen UFO 50, das wird so das, also eines wirklich der größten Indie-Releases dieses Jahr. Das ist wirklich so, dass so eine Art
The Last Guardian für Indie-Titel. Aber ja. Ranger wurde auch nochmal gezeigt. Das wurde ja auf einer der letzten Nintendo Directs vorgestellt und verbindet auch mehrere Leute, die an sehr bekannten Indie-Titeln gearbeitet haben. Vor allem eben auch den Artist von Braid. Und ich muss auch sagen, dass sein Stil hier in Ranger noch viel besser zur Geltung kommt. Also hier nochmal deutlicher aussieht und ein Spiel, was sich auf eine Mechanik fokussiert und jegliche Interaktionen, also den Aufbau der Welt, die Interaktionen, was Shops und andere Charaktere betrifft oder wie du auch deine Aufgaben löst, alles auf diese eine zentrale Fähigkeit, dieses verrückte Labyrinth, die ganzen Kacheln zu verschieben, sich darauf fokussiert, sich darauf limitiert und dann durch diese Limitation immer wieder neue, interessante, innovative Dinge herausfinden muss, um sich damit quasi so auszudrücken, die Verben zu erfinden. Das sind immer Sachen, da, oh Gott, da geht mir wirklich so das Interessenslevel sofort auf eine 10 und dann sieht es auch noch so fantastisch aus. Also ja, Ranger hatten wir schon gesehen mehrfach, aber ich fand es einfach nochmal cool, das zu erwähnen. Screenbound, auch ein Titel, den ich vor ein paar Wochen, glaube ich, schon mal auf Twitter gesehen hatte. Und es ist eines von diesen, ich nenne das immer so, Twitter-GIF-Spiele, wo das grundlegende Konzept sofort erkennbar ist und auch ziemlich cool aussieht. Und dann aber natürlich die Problematik darin besteht, aus diesem Konzept auch ein vollwertiges, interessantes Spiel zu machen, was teilweise so öfter mal in die Hose geht. Ein gutes Beispiel für mich ist My Friend Pedro, was auf den ganzen GIFs auf Twitter immer hervorragend aussah. Und ja, oh, du kannst hier Skateboarden, 2D-Action, abspringen, Salto zurück und die ganzen Leute abballern. Und dann kam das fertige Spiel raus und es war nicht mehr als das. Ne? Es hat dann das Level- und Encounter-Design gefehlt oder eben auch auf dieser Idee aufzubauen und weitere interessante Dinge zu bieten, die das Spiel über diese 30 Minuten interessante Demo hinaus bauen. So, Rollerdrome war da im Vergleich ein hervorragendes Gegenbeispiel. Das war auch zuerst auf Twitter mega erfolgreich geworden, weil du, oh, es ist Tony Hawk mit Waffen. Cooles Konzept. Und dann hat man aber tatsächlich geschafft, auch da nochmal RIP on Roll 7, ein sehr gutes Design drumherum aufzubauen, ne, mit verschiedenen Gegnertypen und auch Spielsystemen, die sich gegenseitig gut unterstützen. Und das jetzt bei Screenbound zu sehen, wo du gleichzeitig einen 2D- und einen 3D-Titel spielst, also der Charakter, den du in einer 3D-Umgebung steuerst, der spielt an sich selber auf einem Gameboy zweidimensional. Und diese Verbindung miteinander hinzukriegen und dadurch die Level zu kommen, ist eine hervorragende, richtig coole, richtig innovative Idee. Auch da wieder hören zu müssen, oh, die ganzen Indies, sieht alles gleich aus, alles irgendwie cozy und bunt, wo bleiben die interessanten Ideen? Und dann wird irgendwie sowas ignoriert. Erneut, ich bin einfach nur gefrustet von sowas. Aber ja, Screenbound müssen wir sehen, ob es dann eher in My Friend Pedro Richtung geht und enttäuscht oder schafft, in die Richtung eines Rollerdromes zu gehen und das ganze Konzept wirklich sehr cool auszuarbeiten. Aber ja, definitiv, da freue ich mich mega drauf. Zookosis wurde auch schon mal vor ein paar Wochen angekündigt und hatte auch da direkt meine Aufmerksamkeit bekommen, als ich gesehen habe, oh, hier ist nachts in einem Zoo und die Tiere mutieren, als wäre es irgendwie aus John Carpenters The Thing. Also wenn eine Giraffe anfängt, auf den Boden zu kotzen und dann so, keine Ahnung, spinnenartige Elemente rauszuwachsen, dann krabbelt diese Giraffe einen Steinfelsen hoch. Da war sofort meine Aufmerksamkeit da und auch hier zu sehen, dass das Story-Setup sehr weirden Horror beinhaltet, dass du scheinbar diesen ominösen alten Mann hast, der, keine Ahnung, irgendwie so ein, kommt so rüber, als wäre irgendwie auch so ein Mitarbeiter von dem Park, aber dann ist es ihm vollkommen egal, was in dieser ganzen, ne, er lässt sich halt null davon einschüchtern, was hier tatsächlich passiert und scheint sich auch permanent hin und her zu teleportieren, dass du einen Jumpscare bekommst, nicht weil dir irgendwas ins Gesicht schreit, sondern weil du dich umdrehst und auf einmal steht da einfach so ein dicker, alter Mann vor dir mit verschränkten Armen und dann ist so, oh, ah, ja, hier, das solltest du nochmal ausprobieren. Sehr cool aufgemacht. Was das Gameplay betrifft, muss ich definitiv noch ein bisschen mehr sehen. Aber auch hier wieder so alleine der Setup, alleine der Stil, sehr, sehr viel Potenzial, sehr coole Idee. Sowas habe ich auch noch bisher gar nicht gesehen. While Waiting, ich kann nicht glauben, dass sie aus Don't Shit Your Pants ein eigenes Spiel gemacht haben. Also falls ihr Don't Shit Your Pants nicht kennen solltet, gebt einfach mal bei Google Don't Shit Your Pants ein. Ganz klassisches, altes Browser-Game, Flash-Game, Newgrounds-Game, keine Ahnung, was uns das bezeichnet.
bezeichnen sollte. Hervorragendes Ding. Und daraus haben sie scheinbar ein eigenes Spiel gemacht. Ja, in gewisser Form hattest du das auch schon mit einem MacPixel oder MacPixel 3. Auch beides großartige Spiele. Aber hier scheint es mehr in diese Richtung zu gehen, also anders mit der Umgebung zu interagieren noch ein bisschen. So, das scheint ein bisschen dazwischen zu liegen, dass MacPixel halt vollkommen übertrieben und Banane war und ein While Waiting immer noch so, ja, es sind absurdere Sachen dabei, aber mehr in die Richtung, wie man das in so einem, ich habe den Vergleich schon tausendmal gebracht, aber mehr, wie du verrückte Elemente in einem WarioWare drin hast. So kam das hier rüber, ne? Dass du, oh, du wartest auf, in einem Freizeitpark auf irgendeine Attraktion und dann spielst du, kickst du eine Dose und triffst vorne eine Person und auf einmal sind alle Leute so, hey, so mega geil gemacht und da habe ich das Gefühl, als wäre das eine Szene aus einem Rhythm Heaven beispielsweise. Ne? Ich krieg so einen Nintendo-Vibe und auch hervorragend in einem von den von den Szenen zu sehen, dass du wirklich, du hast einen Don't Shit Your Pants Level. Also es würde mich wirklich wundern, wenn die Entwickler nicht davon in irgendeiner Form inspiriert war. Du hast wirklich ein Level, wo du auf einer öffentlichen Toilette bist und dein Ziel ist es, dir nicht in die Hose zu scheißen. Und ich liebe es. Ich liebe es einfach, dass du tatsächlich eine Leiste dafür hast, um zu sehen, wie kurz du davor bist, dir in die Hose zu scheißen, indem du so eine Spam-Dose hast, die umgedreht ist und wo dann langsam dieser Fleischbrocken rausfällt. Also wirklich schon, das Köpfchen guckt raus. Hervorragende Idee, das ist genau mein Humor, genau meine Art Spiel. Ich mag auch den ganzen Stil davon, dass es aussieht wie so ein Malbuch, aber nur die für dich wichtigen Elemente sind eben tatsächlich farblich eingekritzelt. Auch eine hervorragende Möglichkeit, sofort für den Spieler eben klar zu machen, das sind die wichtigen Elemente, mit denen ich interagieren kann und das Ganze in diesem Konzept von While Waiting, verschiedene Aufgaben da drin zu machen. Absolut hervorragendes Ding. Das sind so die Sachen, du siehst das als Spiel und du hast so, ich meine, ja, ich wollte immer schon mein Don't Shit Your Pants Like haben, aber das sind so die Spiele, da guckst du drauf und du weißt einfach, du wusstest nicht, dass es sowas existieren kann. Du wusstest nicht, dass du so etwas gerne hättest. Und das ist diese permanente Ballerung, Inspiration, die ich eben nur noch wirklich in einem Indie oder maximal einem AA-Sektor bekomme, weil AAA einfach zu teuer geworden ist, bis auf wenige Projekte, da noch wirklich was Interessantes reinzustecken. Deswegen ja, also While Waiting, auch ein hervorragendes Ding. Psychoma wurde letztes Jahr vorgestellt. Wir haben auch leider immer noch kein Release-Datum dafür bekommen. Ich wollte es deswegen auch nur einmal kurz erwähnen. Sieht absolut hervorragend aus, diese Horror-Ästhetik davon. Also wenn schon Finger in Nahaufnahme gezeigt und dann so eklig gemacht werden, das sieht aus wie dieses Korn-Video, wo der Typ sich dann auch die Fingernägel abreißt und die Haut unter den Fingern so aufzieht. Ich weiß nicht mehr, wie genau der Song heißt, aber auch ein legendäres Musikvideo. Daran erinnert es mich und wollte ich einfach nur auch mal, ne, ist ein Spiel, was ich eben auch hier nur mal kurz vorstellen und eben erwähnen wollte, weil es ganz cool ist. Building Relationship. Oh, ja, ich weiß, das ist ein Spiel, da gucken dann Leute drauf und denken, was ist das denn irgendwie für ein Mumpitz? Und ich sitze einfach nur dahinter und bin mir die Seele aus dem Leib anschreien, weil es das Coolste ist, was ich jemals gesehen habe. Es ist so ein Open-Plattformer Adventure-Exploration-Spiel, wo du ein Haus spielst, wo du einfach in so einem Low-Poly-Stil, oder eher so in einem DS-Stil, ne, der Entwickler hatte ja auch bei seinem Interview-Segment gesagt, dass es so ein bisschen wie ein Short-Hike, but dumb ist. Das finde ich eine gute Bezeichnung. Und du spielst einfach ein Haus. Du spielst ein Haus, was scheinbar Wave-Dashen kann, was angeln kann, was mit anderen Häusern interagieren kann. Ich finde es sehr schade, dass eben der Hauptcharakter nicht Gregory heißt. Das wäre für mich noch der ultimative Wortwitz gewesen. Aber ansonsten, sehr cooles Ding. Wird wahrscheinlich, ne, auch wieder so genau wie ein Short-Hike, ein Spiel sein, was du in so einer Stunde oder zwei dann durchspielen kannst. Und genau dafür ist es auch ausgelegt. Ich glaube, das ist jetzt kein Gag mit den ganzen Häusern, das sich über den Zeitraum von irgendwie 5, 6, 7, 8 Stunden oder so trägt. Das wird dann irgendwann relativ langweilig. Aber für diesen kurzen Moment kann es auf jeden Fall sehr gut funktionieren. Kommt natürlich noch weiterhin auf die Umsetzung an. Aber hey, wenn ich irgendwie ein Haus spiele, als wäre es, so als ob ich ein fallengelassenes Asset aus Katamari spielen würde. Das ist so das eine Haus, was aufgerollt, aber dann fallen gelassen wurde und jetzt auf einer einsamen Insel gestrandet ist und ich kann damit fischen gehen. Hervorragend. 10 von 10. Tom the Pop
Post Girl, ein Spiel aus der Schweiz, hatte mich zunächst so ein bisschen so, okay, abgeturnt. Ja, ich mag den grundlegenden Stil, aber scheint jetzt auch wieder einfach so ein klassisches Klick-dich-rum-Spiel zu sein. Und dann wurden aber weitere Szenen gezeigt. Und auf einmal war dieser Stil nicht nur, okay, wir präsentieren die Charaktere vielleicht in unserem eigenen Art-Design, sondern die ganze Welt ist auch super weird. Also, dass du dann so diesen zweiköpfigen Hund hast, dass du diese seltsame, geschwungene Badewanne hast, dass Leute apathisch herumliegen und nur zucken oder an den Wänden irgendwie herumkrabbeln und du als eben dieses Post-Girl dann in die Häuser reingucken und das Ganze dir betrachten muss und scheinbar daraus irgendeine Form von einem Point-and-Click-Adventure entsteht. Da war ich dann so direkt so, okay, es geht in den Horrorbereich rein. Da habe ich ja wirklich gar nicht mit gerechnet, als diese ersten Szenen gezeigt wurden. Und deswegen, das war wirklich so ein Spiel, wo es von auf oh gestiegen ist und ich sehr gespannt bin, wie das dann tatsächlich am Ende umgesetzt wird. Afterlife EP, das ist ein Spiel, von dem ich nicht wusste, dass ich darauf heiß bin, weil ich den nicht mehr so 100% den Titel kannte. Ich wusste nur, weil ich bin ein riesiger Fan von dem ersten Coffee Talk Spiel. Das war für mich auch, das war so ein Titel, der kam aus dem Nichts. Der war einfach zum Release bei Games with Gold auf der Xbox dabei und dann dachte ich, hey, cooles, ne, cooles Pixel Art, oh ja, irgend so ein Visual Novel-artiges Spiel, oh, im Café, hat einen ganz guten Vibe. Dann habe ich es gespielt, einer der besten Soundtracks aller Zeiten. Also ich höre auch den zweiten, der erste ist immer noch, finde ich, ein bisschen besser, aber ich höre den ersten und zweiten Soundtrack rauf und runter, auch bei der Arbeit die ganze Zeit, teilweise nur, wenn ich mich irgendwie ein bisschen besser beim Einsprechen meiner Videos konzentrieren muss, dann lasse ich so leise im Hintergrund eben auch den OST davonlaufen. Die Charaktere waren hervorragend, das Ganze super geschrieben und dann bei der Entwicklung am zweiten Teil ist der Director davon verstorben 2022 und eben auch das zweite Coffee Talk ist dann noch ohne ihn fertiggestellt worden. Ich wusste aber, dass auch er und der Autor von Coffee Talk die ganze Zeit schon an einem anderen Spiel gearbeitet haben und das ist Afterlife EP und ich fand das auch ganz nett, dass dann die eine Entwicklerin extra nochmal erwähnt hatte, so hey, hier, das war ich bin super schlecht in Namen, deswegen, ich kann mir das nicht merken, aber dass sie eben auch nochmal den ehemaligen Entwickler-Director da erwähnt hat, der 2020 verstorben ist und sie dann auch gesagt haben, ne, das war für ihn ein super wichtiges Projekt und deswegen wollen wir das auch für ihn fertig machen, dass das dann noch erscheint in dieser Form und Leute das erleben können. Und auch hier wieder, es hat so eine ähnliche Atmosphäre, du hast auch wieder Coffeeshops, in die du reingehen kannst, nur dass es dieses Mal eine tatsächliche durchgehende Handlung hat, ne? Also weniger diese Vignetten, in denen sich ja Coffee Talk erzählt, über die anderen Leute, mit denen du eben redest, sondern hier der Hauptcharakter, scheinbar irgendwie der ist Musiker und seine Freundin ist verstorben und er kann aber dann mit ihr kommunizieren, so beyond the grave, keine Ahnung. Und das finde ich schon mal, ne, gerade auch im Kontext der realen Situation, finde ich, fügt das dem Spiel nochmal so eine etwas andere Bedeutung hinzu. Aber der ganze Stil davon ist hervorragend. Ich bin sehr gespannt auf den Soundtrack dazu und eben auch die Handlung scheint vielversprechend zu sein und zu wissen, dass da die Leute dran geschrieben haben, die auch hauptsächlich verantwortlich für das erste Coffee Talk waren. Das gibt mir sehr große Hoffnung und ich habe sehr, 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 sehr großes Interesse, Afterlife EP zu spielen, wenn es dann eben erscheint. Und abschließend bei Day of the Devs auch noch ein Titel, wo sie auch schon gesagt haben, hey, das ist nicht mal raus, das hat sogar auch schon Awards für Art Direction gewonnen. Und ich meine, das ist immer so, hey, diese ganzen Indie-Titel haben ja eigene Stile und sehen auch interessant aus. Und deswegen, wenn dann in der Vorbereitung gesagt wird, oh ja, dieses Phoenix Springs, das ist nochmal was ganz Besonderes, dann denke ich mir auch so, ja, ja, okay, alles klar. Und dann wurde das tatsächlich gezeigt und meine Fresse, wie dieses Spiel aussah. Also auch wie stilsicher das Ganze war. Mit welchen Farben es gearbeitet hat. Ich habe es auch mega, ne, ich hatte vorhin schon erwähnt, ich bin so ein UI-Fetischist und dann zu sehen, wie die ganzen Textboxen vom Spiel dargestellt werden, das dann so leicht versetzt, das hat so ein bisschen was von einem Textmarker, mit dem alles gemalt ist oder mit so Filzstiften und dann darüber noch so einen versetzten, rosa, leicht transparenten Strich drüber gezogen, das finde ich super gut. Das Ganze ist dann tatsächlich auch noch ein Adventure, die kompletten Kameraperspektiven von dem, was ich da gesehen
gesehen habe, waren alle mega interessant gewählt. Natürlich, Story und Rätsel müssen da noch zeigen, was sie können. Aber ja, das ist meine so, okay, ich finde es ganz interessant, wenn ein Hellblade, grafische Opulenz, okay, whatever. Aber Phoenix Springs, das ist ein Ding, wo ich mir einfach denke, holy shit, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. What the fuck ist das? Hervorragendes Ding. Und wie bei sehr vielen anderen Sachen von Day After Day. Ich glaube, es sollte klar sein, so für mich das Highlight gestern war, ne, es waren coole Sachen bei Summer Game Fest zu sehen und ich gehe jetzt auch gleich nochmal auf Devolver Direct ein, da gab es auch coole Sachen, aber Day of the Devs, das ist wirklich so dieses Indie-Highlight bisher gewesen. Ich mochte auch die anderen Showcases, für mich waren es immer sehr viele Spiele, zu viele Spiele, die gezeigt wurden, also gerade auch in diesem Best Indie Showcase, das ging fast 3 Stunden pausenlos, Indie-Spiel after Indie, wo du teilweise gar nicht gemerkt hast, wo der eine Trailer aufhört und der nächste wieder anfängt und auch dieses Guerilla Collective, auch das super cool, das war dann ein bisschen besser aufgebaut, auch mit so kleineren Pausen drin, aber auch da, ich bin gar nicht mehr hinterhergekommen, diese ganzen Spiele, die da gezeigt wurden und die ich dann nachher auf meine Wunschliste packen musste, also meine Steam-Wishlist ist in den letzten 4-5 Tagen, glaube ich, um so 60-70 Spiele gewachsen, es ist einfach nur krank, aber selbst da war, muss ich sagen, ein Day of the Devs für mich das definitive Highlight, das ist so meine E3-Version von Indie-Spielen. Und ja, ganz kurz nochmal zum Ende, Devolver Direct. Das ganze Ding, ich fand das hervorragend. Also ich mag, dass sie immer wieder neue Framing-Devices versuchen, dass sie von der Parodie der Konferenzen weggegangen sind. Weil ganz ehrlich, wie oft willst du das noch machen? Wie oft willst du das noch machen, ohne dass du dich dann ständig wiederholst in deinen Gags, in deinen ganzen Kritiken an der Industrie? Natürlich weiterhin verdient, sich darüber lustig zu machen. Aber ich finde es dann besser, so wie letztes Jahr, was sie ja mit Volvi aufgebaut haben, und das jetzt weiterzuführen und so einen richtigen kleinen Horrorfilm da draus gemacht haben. Ich wünschte mir, sie würden sich mal so jemanden wie einen Alan Resnick holen, der Unedited Footage of a Bear oder This House Has People in It gemacht hat. Hervorragende Adult Swim Shorts solltet ihr euch mal ansehen und die ganze Lore dahinter. Das sind hervorragende Horror-Dinge. Fände ich mega, wenn sie den mal dafür beauftragen würden. Aber ich fand's cool, wie das als Framing-Device benutzt wurde und dann eben über die Monologe dieser Hauptperson immer wieder die Schwünge gemacht wurden zu den einzelnen Spielen. Ja, es war sehr viel nochmal Ankündigung, oh, jetzt haben wir einen Zweispieler-Modus für Cult of the Lamb. Ne, ganz cool, aber da hat man gemerkt, dass sie jetzt nicht die große Anzahl an Ankündigungen hatten. Dennoch gab es auch, ne, so ein, zwei Sachen. Beispielsweise Tenjutsu, was von einem der Entwickler von Dead Cells ist. Und ja, es ist auch wieder ein Roguelike. Und ja, es ist nicht gerade mein präferiertes Genre. Aber stilistisch so einen Top-Down 2D Beat'em-Up, was auch einen sehr, sehr groben, reduzierten Pixel-Art hat. Also auch eine Sache, die ich jetzt gerade im Bereich von so einem 2D-Action-Titel nicht wirklich sehe. Da ist mein Interesse. Plus natürlich, dass ich auch von dem generellen Vibe und dem Setting angesprochen werde. Also ich bin zwar immer noch, ne, so vorbehalten bezüglich Roguelike und dann wieder 3 Fähigkeiten aussuchen. Alles klar, kennen wir. Hades-like, okay, whatever. Aber ich möchte es dann zumindest mal ausprobieren. Und ja, Baby, ich habe nur drauf gewartet. Talos Principle 2 bekommt sein DLC und das auch schon diesen Monat. Wie soll ich das noch irgendwie spielen? Und genau wie beim ersten Talos Principle scheint auch hier der DLC genau die Hardcore-Erfahrung zu geben, auf die Fans auch gehofft haben, weil ja, ich liebe den zweiten Teil, der letztes Jahr rausgekommen ist. Ich habe auch eine Review hier auf dem Kanal gemacht, falls ihr euch die ansehen wollt. Eines der besten Spiele für mich letztes Jahr, die erschienen sind. Aber einen Kritikpunkt aus der Fanbase, den ich definitiv nachvollziehen kann, auch wenn er für mich jetzt nicht so schwer ins Gewicht gefallen ist, ist die Tatsache, dass die Rätsel in Talos Principle 2 nicht so komplex und weit genug gegangen sind, wie man es hätte machen können und wie das dann eben auch der erste Teil gemacht hat, vor allem im DLC. Und der Vorteil bei einem Puzzlespiel im DLC ist es, dass du auf dem kompletten Hauptspiel aufbauen kannst, dass du jetzt weißt, so, wir haben im Hauptspiel unsere Erfahrung und die Story, durch die du durchkommen kannst, und dann können wir auch dafür sorgen, dass, na, wir machen es auf einem Schwierigkeitsgrad, dass die ganzen Leute durchkommen können, und hier haben wir noch unsere Bonussachen, aber die sind auch nicht allzu extrem. Und jetzt aber mit dem DLC können wir wirklich so die Gewichte einfach fallen lassen, vollkommen ausreißen, also ausrasten und alles Mögliche machen. Und das, was ich hier auch im DLC gesehen habe, alleine schon die Architektur der kompletten Gebäude sieht so insane aus, wie die verschiedenen Mechaniken miteinander kombiniert werden. Allein dieser Cube, in dem du dich befandest und dann 5000 Laser miteinander irgendwie kombinieren musst. Ich habe da so Bock drauf. Ich habe da so extremst Bock drauf, mich von diesem Spiel einfach wirklich extremst dumm fühlen zu lassen.
Genau wie das schon der DLC vom ersten Teil geschafft hat, wo ich dann irgendwann weinend davor sitze und so, nein, ich gucke jetzt keinen Guide an, ich krieg das noch irgendwie hin. Das ist die Erfahrung, die ich möchte. Das ist die Erfahrung, die ich in solchen Puzzlespielen haben möchte. Genau wie bei The Witness damals, wo ich irgendwie unterwegs bin auf einer Feier und dann zwischendurch mir eine Idee für ein Rätsel kommt und so, oh mein Gott, so könnte man das machen. Ich brauche schnell Pi und Stier, Pier, Papier. Papier und Stift. Lass mich das mal kurz irgendwie Notizen machen. Okay, alles klar, Idee aufgeschrieben, weiter mit der Feier. Abends zurück nach Hause gekommen und dann einfach schon mit so einer kindlichen, als wäre Weihnachten, Geschenke auspacken Vorfreude an die Konsole gehen, die Lösung eingeben und dann, ja, das war's, Rätsel gelöst. Das möchte ich. Ich möchte einfach mal wieder so Puzzle haben, wo ich nicht einfach nur die halbe Stunde davor sitze, sondern das dann mit mir noch irgendwie einen Tag oder zwei rumschleppe. Und ich hoffe, dass mir das auch wieder einen Talos Principle 2 DLC geben kann. Also ja, für alle, ich empfehle das Hauptspiel und ich denke jetzt auch, alle Leute, die das gespielt haben und auch den ersten gespielt haben, haben sich bei der Ankündigung einfach richtig vor Freude in die Hose geschissen. Auch schon Ewigkeiten angekündigt, ich wollte es aber auch hier nochmal kurz erwähnt haben, Angerfoot sieht absolut hervorragend aus und jetzt zu sehen, weil ich dachte so, ah okay, ja, das passt, ne, so kosmetisch, dass du die ganzen Schuhe dann anziehen kannst und hey, auch geil, ich kann meine Crocs dann tatsächlich anziehen, das finde ich doch mega cool, aber dann zu sehen, dass diese ganzen Schuhe spezielle Fähigkeiten haben, die dann auch noch in dem Level-Design vorausgesetzt werden könnten. Also da bieten sich sofort so viel mehr Möglichkeiten, wie du mit diesem simplen Konzept interagieren kannst. Und das, was ich ja vorhin schon mal meinte, ne, dieses oh, cooles Konzept, aber wie wird es dann nachher tatsächlich umgesetzt? Hier zu sehen, wie viele Fähigkeiten es gibt und auf wie viele Arten das Spiel dadurch beeinflusst wird und auch wie du dann die Herausforderung anders gestalten kannst, das hat mir so eine extrem große Hoffnung für ein Konzept gegeben, für ein Spiel gegeben, was ich ohnehin schon hervorragend fand in seinem Stil und auch in seinem Core-Gameplay. Also ja, Angerfoot nochmal weiter nach oben auf meiner Most-Wanted-Liste geschossen. Und abschließend das Letzte, was noch angekündigt wurde, ein weiteres Spiel von Heart Machine, von den Hyperlight Riftern-Entwicklern, die ja gleichzeitig, das wurde ja auch nochmal gezeigt bei dem Summer Game Fest, ihr Hyperlight Breaker dran arbeiten, aber sie auch noch an einem neuen Titel Possessors arbeiten. Also ja, von dem, was man da gesehen hat, könnte es ein einfach nur noch ein Metroidvania-Spiel sein, okay, aber zu sehen jetzt nicht nur der Stil hier, sondern eben auch, dass mit stark so gigantischen Strukturen, so Mega-Structures gearbeitet wird, ne? Vielleicht auch in so Impossible Space Sachen reingehen könnte, wie dann der Charakter vollkommen durchfällt. Ich mochte auch die Sequenz, wo dann die Laserschranke von oben runterkam und du ganz nur noch den Cut gemacht hast vor dem letzten Moment, so, oh, schafft die Figur es überhaupt noch, da irgendwie durchzusliden. So, ja, es war sehr viel Vibe, das gebe ich zu. Es war jetzt weniger, oh, das war jetzt ein interessantes Gameplay und mehr Vibe, aber die Entwickler haben mir mit ihren vorigen Titeln bewiesen, dass sie neben dem Vibe auch das Gameplay ganz gut können und interessante Szenarien beziehungsweise Konzepte darin einbauen. Deswegen hier was Neues zu sehen, was mich visuell sofort anspricht und was dann eben auch eher wieder in so eine 2D-Richtung geht. Ne, dass du jetzt, ich hatte so ein bisschen die Sorgen, dass sie nach Hyperlight Drifter nie wieder zu so einer Art Spiel zurückkehren und jetzt eben vollkommen nach Solar Ash und jetzt eben auch Hyperlight Breaker in die 3D-Richtung gehen, was nicht verkehrt ist, definitiv, ne, da freue ich mich auch drauf. Aber ich finde dann cool zu sehen, dass man jetzt so ein bisschen, oh, wir verfolgen das eine Konzept hier und ein anderes Konzept bei dem Titel. Das ist immer cool zu sehen. Ja, Possessors, auch ein Titel, den man definitiv im Kopf behalten sollte. Und ich hoffe, ich habe jetzt auch Leuten gezeigt, ich weiß, fühlt euch das, was ich, wenn ich mich eben drüber aufgeregt habe, mir geht es mehr um Leute, die in der Industrie arbeiten. Mir geht es wirklich mehr um, keine Ahnung, Streamer oder andere Content Creator oder vor allem eben auch Journalisten und Leute, die für Magazine schreiben, die sich natürlich zu Recht dann immer aufregen, oh, die ganze Industrie und alles langweilig und sonst was. Und dann muss ich mir die Reaktion auf einen Abend wie gestern ansehen. Und es ist einfach so, nee, also ihr könnt so viel labern, wie ihr wollt, dass ihr die coolen, interessanten, kleinen Projekte und Spiele und sonst was. Und im Endeffekt ist es das Einzige, was ihr wollt, ist die E3 von früher. Ist einfach nur euch von irgendeiner Ankündigung flashen lassen. Scheißegal, ob das nachher irgendwas Gutes wird. Weißt du, lieber 5000 Mal noch ein Watch Dogs angekündigt bekommen, was nachher eine Katastrophe ist, als sich tatsächlich irgendwie auf neue, coolere Konzepte oder so einzulassen und die Sachen dann ehrlich zu betrachten, anstatt irgendwie drüber zu quatschen die ganze Zeit. Ja. Das musste ich einfach nur mal gesagt haben, deswegen habe ich es direkt an den Anfang gepackt und ich hoffe jetzt eben auch mit der Besprechung gerade in
der zweiten Hälfte von den Sachen von Day of the Devs und eben Devolver Direct, aber eben auch beim Summer Game Fest hoffentlich nochmal gezeigt zu haben, was es alles für coolen, interessanten Kram gibt, was es alles für Titel gibt und aus welchen Gründen man sich eben auch auf diese Sachen freuen kann. Und das war jetzt auch sehr lange und keine Ahnung, ich muss den ganzen Scheiß jetzt auch noch editieren. Deswegen, ich werde auch die weiteren Showcases natürlich noch zeigen und besprechen. Das heißt, falls ihr heute Abend live dabei sein wollt, wenn die Future Game Show gezeigt wird, kommt da gerne in den Stream rein, twitch.tv/speckrups. Ansonsten wie die anderen Sachen auch auf dem Speckrups Stream Archive Kanal verlinkt zum Nachsehen. Und ich werde definitiv noch Besprechungen zu dem Xbox Showcase und dem der Ubisoft Forward machen. Aber ansonsten brauche ich definitiv auch mal ein bisschen Schlaf. Naja, schaut euch gerne noch das Alan Wake 2 Video an und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Bye, bye.